So, wie sagt Snake noch immer noch, now, wenn die Bombe zündet? Weiß ich nicht. Ich habe nur Ridley gespielt, ein paar Mal Inkling und sonst nur ganz wenige Charaktere ausprobiert. Ist Inkling geil? Macht sehr viel Spaß, ja. Ist sehr, sehr cool, finde ich. Main. Instant Main. Instant Main. Boah, ich werd echt mal wieder mit dem jungen Link mal wieder ausrasten, hoffentlich. Mal gucken. Ich werde einfach alles spielen. Einfach alles. Und Banjo-Kazooie, wenn sie kommen. Banjo-Kazooie. Christian, was war los? Christian, meinst du, ich würde dir vielleicht was empfehlen für den Tempel, weil das ist ganz nebenan, nur so als Tipp. Okay. Weil du hast immer noch die halbe Magieleiste, das ist ja nicht so schön, oder? Vielleicht kommst du von alleine drauf, wirst dich daran erinnern. Also, willst du dich noch die verlängerte Magieleiste holen? Du weißt, wo sie ist. Du hast das Spiel schon gespielt. Du weißt das. Auf Präludien. Hä? Dann ist sie bestimmt. Dann ist sie bestimmt da, diesem kleinen Fleck. Backseat Marcel, es ist der Good Guy Tipp Marcel. Also Marcel sagt gerade nichts, also fahre ich wohl doch direkt zur Insel. Nein, du musst nach. Es ist genau rechts neben der Insel. Oh shit, zu spät. Einfach. Es ist zu spät, Leute. Zu spät, zu spät! Medoli, lausche aufmerksam meinen Worten. Du wirst nie wieder glücklich leben können, denn jetzt bist du eine Weise. Das ist scheiße. Also irgendwann auch ein Boot. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort, an dem fruchtbare Monster leben hier vielleicht auch, aber ja, irgendwo müssen die auch alle herkommen, was der guckt gar nicht erst so entsetzt. Furchtbare Monster sind es aber, glaube ich, in erster Linie. Sie haben dem letzten Weisen das Leben geraubt. Das ist nicht so nett. Folge also bitte diese Anweisungen. Sie müssen nur den Nippel durch die... Wenn Chris in der Nähe ZR drückt, dann folge ihm ohne Widerworte. Und wenn Chris A drückt, dann vertraue ihm und knie dich hin. Auf das... Vertraue ihm und bück dich einfach. Vertraue ihm. wenn Chris A sagt, musst du B sagen. Das ist wirklich so... Dann kniest du dich bitte hin und schließt die Augen und stellst dir einfach vor, du wärst ganz woanders. Und du, Chris, viel Spaß. Verhüte wenigstens. Oh Gott, ey. Oh! Wenn Medoli an einer Stelle in dem Tempel nicht mehr weiterkommt, dann spiele mit dem Taktstock das Musikstück, das du im Turm der Goethe erlernt hast. Hast du mich verstanden, Mann? Sag doch den Titel des Liedes, was machst du denn Heimnis draus? Ah, Mann. Du beschützt Medoli, Chris, und Medoli hilft dir. Ihr müsst unbedingt Erfolg damit haben, dem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen. Wenn er es wünscht, knie dich einfach hin. Ey. Einfach Schrankdienst. Schrankdienst? Ist ja sehr witzig, Marcel. Haha, so erwachsen. Kannst du jetzt nochmal rausziehen für die Magieleiste, oder? Also, wo willst du hin, Chris? Der Leuenkönig jetzt. Oder Chris, was willst du machen? Rückzieher. Geht jetzt nicht. Wir müssen uns beeilen, Chris. Oder? Oh nee, cool. Ja, sie bleibt da drin. Tschüss, Medoli. Okay. Tschüss. Das ist einfach rechts daneben. Rechts neben also diese Insel hier. Nein, das Gebiet rechts daneben. Nicht der Felsen daneben. Guck mal, wie ich gesprungen bin. Hast du überhaupt allgemein schon viele Feen besucht, sag mal? Nicht. Du musst doch immer für Upgrades sorgen. Upgrades ist das Wichtigste. Genau, hier bist du schon mal richtig. Upgrades. Glaube ich. Da ist eh wieder nur Geld drin. Jetzt musst du schön Ausschau halten nach Möwen. Nach Möwen, sagt er. Möwenpick. Ach ne, wir dürfen ja keine Werbung machen. Ey, Marcel, Product Placement. Einfach zurückgelassen. Oh. Sie kann fliegen, Leute. Wenn sie echt keinen Bock hat, dann fliegt sie einfach zurück. Oh Gott, ey, die ganzen Dinger hier abzugraben hat auch immer keinen Spaß gemacht. Da musst du zwar nicht rein, aber... Weiß ich, hab nur mal kurz... Aber da kriegt man geile Karten, ey, weil ich auch lange nicht wusste. Da kriegt man hier schöne Schatzkarten, wie die U-Boot-Karte, die Wachturm-Karte, was hier auf dem ganzen Meer dann einzeln, wo überall U-Boote sind. Das ist unser Date. Chris, wo bist du hin? Ich suche nach Möwen, da sind Möwen. Alter, lass mich in Ruhe, ihr Möwen. Alter,
haut ab, ey. Ich aggressiv hier. Ja. Das hat die Iron Man Challenge nur aus dir gemacht. Hast du jetzt eigentlich gewonnen oder nicht? Also vorhin haben sie alle gesagt, Victor und den Kappa. Also Sui hat gewonnen, alles klar. Sui wird immer selbst schwimmen. Ich hab kaum noch Dingens. Tja. Pfeile. Oh, Alter. Klingt ein bisschen wie du was, ey. Eine Bomben. Mach mal Bomben hier, ey. Vor allem ist das die einfachste Krake, die hat bloß vier Augen. Davon gibt's, glaube ich, von den vieräugigen Kraken gibt's nur eine. Der vieräugige Rotaugendrache. Genau, eine Krakenkarte gibt's auch noch. So, guck mal. Alter, einfach voll die Augäpfel zerknirscht, ey. Wird mir ganz schön stinken, wenn ich der wäre. Ach, der erholt sich wieder. Gluck, 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 gluck. Alter, es ist Marcel. Wie darfst du jetzt reden dafür? Das muss ja eine Überraschung sein, als wenn man zum ersten Mal sieht, ey. Junge, der du die Winde erweckst und Medulli zum Knien bringst. Dank dir wurde ich von diesem grässlichen, hässlichen Monster erlöst. Und das Monster jetzt so, bleib mal ruhig, Mann. Zum Dank will ich dich ein wenig mit meinen Kräften bereichern. Alter, ich schenk mir eine Blume. Die schenkt mir eine Blume und Link so. Yeah! Alter, das Face ist so geil. Warum ist das kein Taunt bei Smash, wa? Naja, egal. Was sind denn Tunlings Taunt nochmal? Einmal rastet der voll aus und schlägt um sich wie so ein gestörter Berserker. Dann hat er die Fee, glaube ich, ne? Die genau, haben alle Links, ne? Alle Links haben die Fee irgendwie. Stimmt. Und was noch? Einmal guckt er mal so dumm, dass er, ne? Dass er kurze Melodie spielt, ganz komisch. Ah ja, stimmt. Ganz stimmt. Schnell. So. Aber ich weiß jetzt ja nicht mehr. Es gibt auf jeden Fall so einen komischen Fernrohrtypen, aber ich glaube, der steht auf diesem Wachturm drauf. Wenn du da machst, boah, da ist sie also, potzblitz so. Aber sonst kriegst du ja nicht mitgeteilt, dass eine Fee in der Krake drin ist, glaube ich. Aber das ist ja voll geil, oder? Ja. Du musst echt... Kommt echt mega US, wenn du immer so besiegst und denkst, oh geil, vielleicht ein Herzteil, vielleicht ein Schatz und immer puff. Ist plötzlich einfach eine Fee. Guck mal, Medulli. Wir machen das jetzt. Aufheben. So. Düm, 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 düm. Du siehst es betäubt. Ich vertraue dir, Chris, bitte nicht, Senpai. Was machst du denn da? Nein. Nein. Alter. Okay, das muss ich jetzt posten. Müssen wir anhören. So, oh. Ich dachte, es kommt nochmal so eine lange Szene. Na 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 na. Die Leute freuen sich. Bad ass, sie da reinging. Die Leute freuen sich wieder für meinen Lack-Account. Das ist schön. So. Okay, Chris, ich geh vor. Okay, Chris, wir müssen vor. 10 Minuten später. Okay, Chris, du wartest, bis ich von unten rufe, ob alles in Ordnung ganz ist. Am Ende. Einfach kurz vor Aufprall einfach die Flügel rausholen. So, Medulli, komm mal mit. Oh. Cool, dass das geht, wa? Boah, die Stacheln, ey. Boah, die geilen Türen. Richtig coole Design. Voll cool. Okay, Medulli, wir... Ihr wisst schon, wir sind da drin gemeinsam oder so. Wir sind zusammen da drin, wie wir gestern gelernt haben. Alter, zack, 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 zack. Der arme Todeskombo. Typ, ey. Wie sie da steht, so richtig erwartungsvoll. Ich wollte gerade deine Idle-Animation begutachten. Könntest du aufhören? Die Musik hier, wie der Tempel ist so voll gruselig. Zack. Warum heißt der überhaupt Erdtempel? Das ist voll so ein Geister-Dungeon. Also der Erdtempel, der eigentlich mit Geistern überflutet ist, bewacht von einem Sora und jetzt von einem Orni. Der weiß selber nicht so ganz, was er sein will, der Dungeon, glaube ich. Schaffst du es darüber?
Komm, wir fliegen mal gemeinsam. Guck mal, Melody ist quasi wie ein Huhn. Nur, dass sie einen nicht verprügelt. Ja. Okay, hier. Flieg. Gut gemacht, Melody. Ja! Oh. Sie steht da einfach so, weißt du, juckt sich gar nicht. Ey, Melody, da, hallo, da ist ein Typ, der dich aufschlitzen will, aber ist okay. Also, wie greift natürlich zuerst den Braunen an, wisst ihr? Naja. Alter! Ja! Das ist ja wieder... Ah, der hat gar nichts gemerkt. Hat echt gar nichts gemerkt. Ich bin einfach vom Himmel gefallen. Oh, mein Arsch! Oh, okay, jetzt riecht es wieder gut. Alles klar. Alter, einfach richtig die Arschbacke zerstochen. Der kann jetzt aus zwei Öffnungen kacken. Also, dann... Was? Da lacht er wieder so richtig dreckig. Ja, werde ich jetzt gebackseat gamed? Ich fühle mich zwar etwas unsicher dabei, wenn du mir in den Rock gucken kannst, aber ich werde mein Bestes geben und aus voller Kraft fliegen. Ja. Weißt du, mir den Weg, wohin ich fliegen soll, werde ich durch wiederholtes zum Schnellstrücken von A fliegen. Ach so. Bitte nimm deinen Taktstock und weise mir den Weg. Ich habe nicht zugehört. Was hat sie gesagt? Dann hast du einen Arsch offen, spätestens jetzt. Was ist jetzt? nein, das war so schief. Uiuiui. Boah. Kann ich sie auch einfach ablegen? So, wie ging denn der Song jetzt? Ah ja. Ah. Hymne des Zephyrgottes. Oben, oben, unten, rechts, links, rechts. Ey, wie er echt noch nicht die kleine Tag- und Nachtmusik hat, Leute. Was habt ihr denn die ganze Zeit bei ihm gemacht, als er nicht da war? Hilfe. Habt ihr ihm gesagt, dass er im Kreis schwimmen oder die Karte aufdecken? Ja. Warte mal, das ist die falsche Hymne. Was mache ich denn gerade? Das ist gar nicht der Song, den ich gelernt habe auf dem Turm. Alter, ich wollte den gerade spielen. Warte, ich wurde voll gebaitet. Hier, da, Puppenspieler. Das war's. Nein. Der letzte Ton. Das wäre kein Blind LP. Na so, jetzt musst du dich verantworten. Ja, ist mir doch scheißegal. Guck mal hier. Da. Vielleicht bist du einfach nur Kacke. Link, was machst du da? Er tut, als ob er deine Gedanken kontrolliert, obwohl die eigenen Bilder. Du weißt ja wahrscheinlich, das ist eigentlich. Ich wiederhole drück von A, genau so ging's, okay. So, hoch damit, ne? Linkes Marek. Oh! Oh! Aber wo Marek? So, wir müssen mal wieder beim Dual-Disc. Oder Link-Format. Ist das wieder unfair? Ich hab Link-Karten. Aber Yu-Gi-Oh! Geht ja wohl nicht mehr ohne. Du musstest jetzt noch spielen. Echt? Ich glaube ja, also dafür, es gibt ja auch Link-Monster, die sind ja halt sehr, sehr einfach und günstig zu kriegen halt. Ist jetzt kein Problem, Link-Monster zu bekommen. Ja. Ich will da durch. Ja, was? Dieses kurze Theme immer vom Wüstenlevel aus Mario 64. Es klingt voll danach. Dass du das erkannt hast, Dewey, das erstaunt mich jetzt aber. Ja, ne? Du hast echt ein musikalisches Gehör. Merkt ihr die Iro? Hörst du auf, Melody hinterher zu gucken? Ich wollte kämpfen. Einfach hier, bis er hochkommt. Oh nein, der schwarze Schleim ist zu mächtig. Ein Kopf. Dann machen wir erstmal. Zerlegen wir erstmal die anderen hier. Na komm hoch. Alter, was? So, pass auf. Was willst du? Oh, das geht auch nicht. Krass. Muss ich überlegen, wie der nochmal ging. Das weiß ich dann nicht mehr. Ha! Ha! Ey, komm mir einen Tee, Leute. Oh. Warte mal, ich hab die gerade gestunt anscheinend. Oh, voll geduckt, als ob sie so aus, als ob sie sich voll ducken. Auch nicht.
Na? Auch nicht. Dann warte ich jetzt auf das A. Auch nicht. Dann ins Licht. Könnt ihr auch einfach drehen, ne? So war's. Alle drei erwischt. Und Melody nur so, hä, was ist mit dir? So richtig gut, sie hat einfach umgedreht, so. So. Ja, gut gemacht, Melody, du hast gerade den Kampf gecarried. Was habe ich gemacht? Hier ist eine Kiste, Marcel. What's voll die Wasserkiste, voll so. What is inside box? Tricks and tricks or socks? Socken? Socken? Was labert der wieder für eine Scheiße? Fußspuren? Was ist das für eine Scheiße bei einer Mucke, Alter? Das ist meine 5000 Watt Bass Machine. Geht voll ab. Ja, wie alt ist denn das eigentlich inzwischen? Ist die schon über 12 Jahre alt? So, also wirklich. Was ist los? Das ist eigentlich wie so eine Kopfnuss tut. Aber ruhig, Junge. Kann ich sie ja nicht selbst kontrollieren, dass sie das besser macht? Genau. Oh! Der ist ruhig! Der ist ja richtig clever. Ich liebe das Emote von Scarlett mit dem Snake. Erstmal Link lasern. Kann ich die Sachen da auch wegschlitzen? Einfach zerplatzt so, nicht zerschollen. Erstmal Link eine Augen-OP geben. Hier, warte. Durch die Laser. Tja, wenn der aufwacht, der wird sein blaues Wunder erleben. Oh! Ey, Link, guck mal! Oh! Hey, was? Oh! Ja, was machst du da, Link? Ah! Alter, ist knall. Guckt euch an, wie knallhart der Typ einfach ist, weißt du? Steht da so, denkst dir so nix, was so, ja, was ist denn da, hä? Ich seh nix. Boah, ey, der muss. Na, Katzenaugen halt, die sind noch nicht so empfindlich, oder? waren die gerade empfindlich, ach, keine Ahnung. Hey, Melody, was machst du da? Heftig, der Typ. Ist halt Link, ne? Deswegen spammt er auch immer so ein Smash. Link ist verstrahlt. Labyrinth-Karte. Die Labyrinth-Karte, Melody, jetzt hör mal auf mit dem Scheiß hier, komm mit. Aber was ist denn für ein Material, das sie so heftig reflektiert, ey? Oh mein Gott. Es wird einfach darin gesammelt. Hier sieht aus wie Zui, das Face. Melody, ich will. Oh. Runtergehen. Alter, Zui, ey, wir einfach hier alle. Wie Sekunde. Ich bin froh, dass das Lied nicht nochmal wiederholt wird. Es geht alles so ein bisschen schneller. Das ist doch auch ein Change, der später erst kam, oder? Würde ich auch sagen. Ich glaube auch, dass es so ist. So. So. Kann ich das mit meinem Schild auch machen oder kriege ich den erst hier? Wahrscheinlich kriege ich den erst hier. Okay. Ja, ne? Dann bleibt man ein bisschen so stehen. Ich hole so lange ein Spiegelschild. Meine Arme! Kann ich jetzt rein? Eine Wut, Wut, Wut. So, was habe ich denn hier alles? Der Zui. Zui. Ich kann auf jeden Fall diese Scheiße da wegmachen. Scheiße! Verdammt, ey. Oh, ah, da ist es. Da ist es. Da ist es. Hey, da ist so ein Nippel im Boden. Falls du es lustig wie in deinem Video so gedacht hast, dann sollen sie wenigstens sagen, Captain's Falcon Doppelgänger, weißt du, du hast so getan in den Videos, würdest du überlegen, übelst geskriptet, obwohl du schon genau wusstest, was du sagen würdest. Ja, 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 Marcel. Das gehört nochmal dazu. Es gehört nochmal dazu, seine Zuschauer zu verarschen, Leute. Alter, kann ich davon ausgehen, dass jeder im Stream dabei war, wo wir darüber schon Marcel, diskutiert haben. Das. Nein. Exposed. Ja, sag mal, das bist du da rechts.
Das links bin ich. On fire, oder was? Das sind wir beide, wenn Smash Ultimate raus ist. Ey, wisst ihr, der Sui wird's bestimmt nicht glauben, aber ich werd mit Ultimate richtig gut. Ja, hier halt. Dann geh halt aber auch, dann geh aber auch auf Turniere. Muss ich ja, weil sonst habe ich nur Wi-Fi-Erfahrung. Victor habe ich auch schon. Victor nehme ich auch schon mit. Ja, sind die auch mal, kommt ihr mal wissen hier nach Berlin? Oder muss ich immer nach Düsseldorf und Köln und Hannover dümpeln? Also wenn du mich haust, dann gehe ich bestimmt noch mal auf ein Berliner Turnier. Gut. Aber du, nur wenn du auch auf ein NRWer Turnier gehst, dann kriegst du sogar diesmal ein vernünftiges Bett, damit du mich nicht wieder zusammenschlägst. Ein Bett nur für mich? Ja. Also du stehst auf der Couch, ich hab in deinem Bett. Da sagst du, Ju, wir pennen heute auf dem Balkon. Er kriegt das Bett. Er braucht das ganze Bett. Das ganze. Bitte. Sonst nicht. Ja, ich gehe auch auf Turnier. Aber ich kann ja trotzdem nur üben über Wi-Fi. Wie übst du denn zu Hause, wenn es kein Turnier stattfindet? Die finden nicht 24/7 statt, so wie, ne? Wi-Fi. Also siehste. Oder Freunde oder Smasher-Kollegen vorbei einladen. Ach so, Freunde. Ich bin ja ein Dingens. Ich bin doch ein geselliger Typ. Dass du dich immer so abkapselst, weißt du, und immer irgendwie, weißt du, man ruft Marcel so an, ich hab gar keinen Bock zu reden, ne, keinen Bock auf so einen Scheiß, ey, muss ich hier rum, weißt du. Sui hat ja Freunde, stimmt ja eh. Ja, meine Freunde sind alle so, die haben alle so beschäftigt. Er wollte eigentlich sagen, ja, meine Freunde sind alle so schlecht. Ja, beschäftigt, wollte ich sagen. Was sind das da jetzt hier? Sehe ich jetzt aber nicht ein. Ey, dachte ich so aus, ne? Voll ausgewichen, jetzt langsam. Tja, die können wohl nicht zur Seite gehen. Ah, genau, nimm einfach einen Amiibo. Der ist bestimmt ein legiter Trainingspartner. Boost. Amiibo, ey. Ich freu mich so. Bett 5 Minuten später im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Oder das könnten auch wir beide sein. Leute, was ist eigentlich mit Betten los? Also ich muss ja ehrlich sagen, so ein Standardbett, das ist für mich zu klein. Jetzt kommt Marcel, weiß und rage wieder über irgendwelche Sachen, die kein Mensch jemals anmerken würde. Also dabei bin ich ja noch nicht mal, es gibt ja noch viel größere Menschen als mich, ja? Und wie halten die das aus? Das ist immer so scheiße, ey, weil wenn ich auf dem Bauch liege, ist ein Bett zu klein. Da gucken meine Füße raus. Ihr wisst ja, wenn man sich auf den Bauch legt, sind ja die Füße quasi nochmal lang gestreckt. Weil du auf den Füßen ja drauf liegst. So, wenn du auf dem Rücken liegst, stehen sie nach oben. Dann bist du kleiner, ja? Ach, das ist so kacke, ey, auf dem Bauch. Das ist mal alles so klein. Und wenn ich mir mal, hab ich auch schon mal erzählt, wenn ich mal ein Auto kaufe mir, ja? Das wird auch ein Riesenhassel, ey. Da wird eine Diskussion dann wieder geben mit den komischen Verkäufern. Wird das ein Riesenhassel? Ja, ein Hassel wird das. Also, du bist schon so ein Heckmeck. Oh, Majora's Mask Anspielung, cool. Nee, weil... Ja, dann weht da halt hin. Ja, ich hätte gerne einen Viersitzer, bitte. Ja, klar, ja, Schumacher. Kommst du mal mit hier, Schumacher? Gucken Sie mal hier, wunderschönes Auto. Ihr guckt das Auto mir an. Ich habe gesagt, einen Viersitzer. Na, wieso, Herr Schumacher? Hat doch Viersitzer. Gucken Sie mal. Herr Autobahnverkäufer. Automobilverkäufer. Autobahnverkäufer? Nebenberuflich Autobahnverkäufer. Wenn ich mich in dieses Auto da reinsetze, dann ist das kein Viersitzer mehr. Warum konstruieren die Autos heute sowieso so, dass du, wenn du den Fahrer sitzt, bis ganz nach hinten machst, dann kann da keiner mehr sitzen? Allgemein nicht. Nicht nur kleine Leute, da kann keiner mehr sitzen. Warum wird das so konstruiert? Warum? Sui, warum? Ich begreife das nicht, Marcel. Ich kann das nicht begreifen. Hier siehst du, mein Kollege ist 2,10 Meter, der hat erstmal Probleme. Ja. Na, Mann, ey. Das ist aber so blöd, dass sie immer nicht checken, dass die Menschen einfach... Mann, die werden nur mal größer. Ja, die U-Bahn, haben die U-Bahn gebaut, als die Durchschnittsgröße 1,50 war oder was? Ich muss mich da immer reinducken. Und wie gesagt, es gibt Leute, die sind über 2 Meter groß. So groß bin ich ja nicht. Ja, aber trotzdem. Heute ist sehr warm, Marcel. Das stimmt. Schmusi ist da, hallo das Lina. Das merke ich direkt an meinem Kreislauf, ey. Puh. Hallo Lina. Ach, alles in Ordnung? Wow. Alter, hat er sie weggeschmissen? Hat sie einfach weggeschmissen, ey. Wie so ein nasser Sack. Diese Geräusche wurden doch auch recycelt, oder? Aus Ocarina of Time, nur ein bisschen gepimpt nochmal. Das kommt mir sehr bekannt vor gerade, dieser Schrei. Ach, weiß ich gar nicht. Das weiß er nicht, Leute. Er weiß es einfach nicht.
Er ist nicht 2 Meter, er ist 1,90. Oh, das wurde zu schwer, wa? Sui, wann machst du eigentlich meine Majora's Mask 3-Day-Challenge? Du liebst doch dieses Spiel. Nee, Shadow Soul hat mich gestern auch schon gefragt.